Willkommen zu einem kleinen ganz kleinen Video bezüglich Sims 2. Okay, eine Freundin hat mir ein Sim-Kürzen Liebe liegt in der Luft, sucht dir einen Sim aus und verpasst ihr einen dicken Rachenputzer, Schmatzer. Und zwar, gab es ein kleines Gespräch zwischen mir und einer Freundin, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Ich habe vergessen, den Timer abzustellen. Und zwar hat sie mich mal gebeten, oder irgendwie kam es dazu dann letztendlich, dass ich sie mal bei Sims erstelle. Sie hat mir mal ihre Personenbeschreibung und Beschreibung ihrer Optik gegeben und ich bin nicht zufrieden damit, ich bin nicht zufrieden, wie ich den Charakter hier erstellt habe. Ja, die nette Dame heißt Pinky Stinksbums. Und ihr seht sie hier schon. Sie hat braune Augen, pinke Haare, pinke, sehr lange Haare. Allerdings gibt es hier bei Sims nicht sehr lange Haare, was ich sehr schade finde. Und pink gab es jetzt auch nicht so, nicht so sehr. Also darum habe ich also die ähnlichste Farbe genommen, die es da gibt. Und sie hat gesagt, sie trägt schwarze Klamotten im, ja. Das ist sie. Pinkes Dingsbums. Frau Dingsbums. Nachname Dingsbums, Vorname Pinkes. Wir sehen uns gleich bei Sims Brechen aus wieder. Ciao, ciao! Nee, Quatsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play die Sims Brechen aus. Möp, möp, möp. Okay, bevor wir mit dem Richtlings-Play wieder anfangen, zeige ich euch mal kurz den erstellten weiblichen Charakter in Sims Brechen aus, und zwar von Pinkes Dingsbums. Ich habe euch gerade den Charakter schon in Sims 2 gezeigt. Und ich bin nicht zufrieden, wie ich den Charakter erstellt habe. Oh Mann, ich hoffe, sie ist mir jetzt nicht böse. Oh Gott, oh Gott. Und ich weiß, dass sie gerade zusieht. So, bevor ich euch den Charakter zeige. Auch hier wieder das gleiche Spiel. Sehr lange Haare existieren nicht. Pinke Haare ebenfalls nicht. Darum habe ich die ähnlichste Haarfarbe genommen und die ähnlichste Haarlänge. Da ist die Dame. Ja. Schwarze Klamotten, pinke Haare, pinke sehr lange Haare. Allerdings stimmt das überhaupt nicht. Und braune Haare natürlich. Braune Augen. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich spreche dich jetzt mal an, Pinkes Dingsbums. ich weiß, dass du mich dafür irgendwann zur Rechenschaft ziehen wirst. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Ich kann den Stick gar nicht bewegen. Da ist er doch. Und wenn es diesmal, wenn es so weit kommen sollte, dass du mich zur Rechenschaft ziehen willst, dann sag mir bitte Bescheid. Dann mache ich mich noch schnell vom Acker, damit du mich auch nicht kriegst. So. Wir sehen uns gleich im Hauptspeicher wieder. Chosen, Leute. Haut rein! Meine Güte, da bist du ja wieder! Das darf doch nicht wahr sein! Ja, da sind wir wieder. Und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Sims Brechen aus. Und zwar im dritten oder vierten Part, oder ich habe keine Ahnung, oder im 5000. Part. Letztes Mal haben wir die stinkvolle Mutter fertig gemacht, so richtig. Nein, Quatsch. Wir haben das Haus absolviert, das Mutterhaus. Und unsere neue. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Enthara-Karriere. Ach, die Mode-Karriere natürlich. Wir müssen eine Stufe. Oh, da haben sie schon sich in die Jahre gekriegt. Also Mensch, Mensch, Mensch. Mama 25, Mimi 17. Um 9 Uhr müsste der Bus kommen. Der Bus kommen. Wir brauchen soweit nichts, einfach nur gute Laune. Wubba. Komm, dann quatschen wir mal die Alte hier durch. Witze machen. Die hat bestimmt einen lustigen Witz gemacht. Ah, wer hätte das gedacht? Hey, du! Hey, hey, weißt du was?
Wieso macht die den Witz nicht? So kommt's nicht gut rüber. Oh, jetzt macht die keine Witze mehr, du Alte. Was ist ein Lispenmüsli? Eins ohne Nüsse? Du hast ein Ziel erreicht. Ach, durch einen Witz sogar, oder was? 50 simuliert. Wo da ist so eine Nante da? Kompliment machen, mal gucken. Du stinkst. Ne? Hey, du sagst immer, man muss ab und zu einen da zurückgestellt, um dich hier reinzusehen. Gut. Du bist unser Tutorial, also, wa? Zeichensprache verwenden, neue Sozialoption freigeschaltet. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sogar zwei Ziele, obwohl ich die nicht im, obwohl ich die nicht, fixiert habe. Na, wie sieht's aus? 42% Bau, das geht ja ratzfatz hier. Reden, 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 Kompliment machen, Geschenk geben. Ne, kannst mir mal... Ah, oh, mit Geld prallen. Ne, lass mal. Du hast einen neuen Freund gewonnen. Supi. Geschenk geben, reden. Ach komm, wie wollen sie uns kaufen? Na? Ah, was? Ist das schon der Bus? Wieso... Ey, wir haben aber... 10 bis 4? Jo, May? Ja. So viel dazu, ne? Also, die Alte macht ihm alles sauber und weiß was ich. Mal gucken, ob wir hier, so früh... Ob wir das so früh schaffen, dass wir nicht die Rechnung bezahlen müssen. Na? Glückwunsch, du wurdest befördert, Wäschemodel. Emily wurde befördert zu Wäschemodel. Du erscheinst spärlich bekleidet in den Zeitungen und Katalogen. Doch so richtig bekannt wirst du immer noch nicht. Finde heraus, wie du deine Kreativität verbesserst. Nächste Beförderung in Hara. Wumbadi, wumbadi, wum. Du hast ein Ziel erreicht, und zwar die Glück-Glück-Bar. Und der Matsura-Typ S. Und Beat Club. Und noch was? Nein, wir haben heute kein Weihnachten, alles klar. Oh, es stockt wieder. Es ist mir sowas von egal. Ja, anscheinend bringt die neue Fraps-Version doch nichts. Ich hätte wohl doch öfter aufnehmen müssen. Aber ich finde die Zeit nicht dafür. Doch, Zeit hätte ich dafür, aber ich hasse es, wenn ich aufnehme. Und mein Bruder ist dabei. Und naja, ich hasse das eben. Also. Ich muss aufhören, egal. Hey, du solltest Mama ab und zu einladen. Ne, die macht die nur die Bude dreckig. Und dann haut sie wieder ab. Nein. Ach, wir müssen erstmal den Bus hier vorbeifahren lassen. Böse! Hab ich dir nicht erlaubt. Ach man, das nervt. Egal. Nageldesigner. Unsere Ne. Wie? Die hat doch gesagt, wir sind Wäschemodel. Oder? Wieso ist jetzt Entare angehakt? Jo, mei, ich verstehe das noch nicht. Nageldesigner. Also müssen wir theoretisch jetzt gleich Entare werden und dann Nageldesigner. Scheint irgendwie so eine Art Bug zu sein, aber ist mir noch nie aufgefallen. Besuche Dudley und zeig ihnen den Stinkefinger. Lerne zu kochen. Lade Mama in dein neues Haus so ein. Repariere alle kaputten Sachen erreicht. Flamme verteilen. Oh, es hat sich wieder beruhigt. Cool. Dann tauschen wir mal kurz. Tauschen gegen Matsura Typ S. Boah, ist das ein geiler Schlin, wa? Aber ein Staubkrümelchen gegen Bugatti Veyron 16.4. Oh, ich liebe das Wahnsinn. Oh, okay, wir müssen kochen lernen. Also, kochen lernen. Über Bücher. Wir wollen ja schließlich noch nicht die Bude abfackeln. Boah, ist das eine Scheißmucke. Mach das mal aus, da, ey. Tss, 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 tss
200 Simoleons. Gut, was war noch? Was? Ach, Kreativität. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da ist was Gutes. Malen! Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, sehr elegant. Aha, aha. Sie pinselt und pinselt, aber keine Farbe ist in Sicht. Ah, da. Orange und, was ist das für eine Farbe? Wow, das habe ich noch nie gesehen. Ist es etwa blau oder ist es rot oder gelb? Oh mein Gott, es ist gelb. Genau so sehen die Zähne von Chuck Norris aus. Nein, Quatsch. Oh mein Gott. Es ist so wunderschön. Es ist ein so wunderschönes Gebilde, oh mein Gott! Jetzt kommt sogar noch Blau und Rot dazu, oh mein Gott. It's so fantastic! So, wann kommt der scheiß Bus um 9, ne? Müsste. Ach komm, dann lassen wir die Alte mal in die... Ja. In Bett schlafen. Ha, geh mal, ja, Bubu machen. Ich bin der fliegende Holländer. Ich bin der fliegende Holländer. Die macht unser Gemälde kaputt. Was soll denn der Scheiß? Jetzt klingelt auch noch Telefonen quer durch in der Nacht. Oh, ich sehe, der Part ist gerade vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play The Sims Brechen aus wieder. Ich bin euer Fiery Shadow LP und bis zum nächsten Mal. Ciao!